Vor über einem Jahr oder so haben wir die Ecoflow-Balkonkraftwerkanlage da aufs Dach gedübelt und bald ziehen wir hier aus. Es ist also an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Ich habe ja auch bei meinen Eltern ein überzüchtetes Balkonkraftwerk installiert mit 4 Panels und einem Wechselrichter, der damit besser umgehen kann als die meisten. Von beiden schauen wir uns jetzt nach, naja, etwas mehr als einem Jahr bzw. etwas weniger als einem Jahr an, was die Lage ist, was sich in der Zwischenzeit bei beiden getan hat, entwicklungstechnisch, welche Features dazugekommen sind und welches System ich jetzt mit der Erfahrung der Zeit empfehlen kann. Und außerdem werden am Ende das Milchmädchen und ich zusammen noch den Ertrag vergleichen. Ach komm, wir nehmen den Juli auch mit. Ich meine, für so einen ersten Blick ist das relativ einfach. Wir schauen einfach mal in die App. Und dann sehen wir hier schon, dass ich 166 Euro gespart habe. Pro was? Ja, das ist dann insgesamt. Also so wie Ecoflow das schätzt. Und bei jetzt etwas über einem Jahr 166 ersparten Euro würde ich sagen, für 800 irgendwas Euro dauert das ein bisschen, bis sich das amortisiert. Für unter 400 Euro, wie es das jetzt gerade irgendwie im Summer Deal gab oder gibt, schaut mal unten über die Links in der Videobeschreibung, ist es natürlich albern, weil dann habe ich das in 2 Jahren wieder drin. An das Ganze dann 2000 Euro Akku dran zu hängen, ist natürlich deutlich fragwürdiger. Aber das habe ich ja damals schon beim Video gesagt. Das funktioniert eigentlich nur, wenn du wirklich dem Energieversorger deine Überproduktion nicht gönnst oder über den Tag gar keinen Verbrauch hast. Dann ist es natürlich immer noch wirtschaftlich fragwürdig, aber dann ist es Voraussetzung, damit du von dem Strom überhaupt irgendwas hast, den du selbst produzierst. Ich persönlich habe ja quasi zum Selbstschutz einfach einen albern hohen Energieverbrauch den ganzen Tag über, damit ich den Akku nicht brauche. Dabei habe ich einen Akku. Nur für euch. Aber wenn ihr zum Beispiel wie ich von zu Hause arbeitet und vielleicht wie ich unter dem Dach und das irgendwie mit einer Klimaanlage erträglich macht, dann ist die Antwort ganz einfach, der Akku ist einfach Quatsch. Außer du hast den Akku vielleicht aus anderen Gründen, weil du häufiger campen fährst oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Vielleicht, weil du gern mit deinem Fernseher am Fluss rumfährst. Ganz normal, dass so ein Kahn beim Fernsehen stört. Außerdem ist das Ganze theoretisch noch ein bisschen komplizierter, weil du an den Akku selbst ja auch noch weitere Panels direkt hängen kannst. Aber das ignorieren wir für die Betrachtung heute einfach mal komplett. Ich würde sagen, wir schauen hier mal so rein und wie sich das auf die Monate verteilt, was der so geleistet hat. 140 Kilowattstunden im Mai, das war bisher, glaube ich, das Beste. Und dann sackt es recht schnell ab. Und dann im Januar, Dezember. Holger hat es damals, glaube ich, das Tal der Tränen genannt. Meine Kritikpunkte im Video damals waren ja, dass ich das Problem hatte, dass das System andauernd neu gestartet werden musste, manuell, und ich mich nicht darauf verlassen konnte, dass es wirklich produziert. Und das war mit einem Update, ich glaube, noch an dem Wochenende, also am folgenden Montag, behoben. Danach musste ich das, glaube ich, nur noch einmal machen und jetzt seit Monaten nicht mehr. Allerdings kam das Update so unmittelbar nach meinem Video, kann ich dafür Credit nehmen? Ach, was soll's, ne? Das ist natürlich meinetwegen behoben worden. Ein bisschen weniger gut sieht es bei der Integrierbarkeit in andere Systeme aus. Es gibt zwar Home Assistant Plugins, aber das ist alles relativ kompliziert und wackelig. Ich hatte das am Laufen, aber gerade ist mein Home Assistant und die Integration kaputt. Und da wir bald umziehen, habe ich auch keine Lust mehr, das zu reparieren. Die interne Integration ist dagegen ganz nett. Vor allem mit den eigenen Zwischensteckern und die Möglichkeit darüber, so ein bisschen den Energiefluss zu steuern. Was es für mich tatsächlich perfekt machen würde, also für mich und meinen Anwendungsfall hier im Alltag, wäre eine Tipper-Integration, wo der anhand der Strompreisprognose entscheidet, was er mit dem Strom machen soll, ob er ihn hamstert oder ins Haus gibt, falls gerade zu teuer ist. Bevor wir jetzt aber zu dem Balkonkraftwerk mit 4 Panels und über 1600 Watt Peak Leistung kommen, ein kurzer Hinweis auf den Sponsor des heutigen Videos. Der hat nämlich nicht weniger Leistung und kann dir nicht nur Geld, sondern vor allem Nerven sparen. Die Rede ist von Cevdesk. Habt ihr das gehört? Ich habe es schon wieder mit der neuen Schreibweise und dem neuen Logo ausgesprochen. Und das ist nicht mal alles, was neu ist. Die ganze Software wurde überarbeitet und aufpoliert und macht den Einstieg für Existenzgründer und smarte Selbstständige noch einfacher und mächtiger. Cevdesk ist weiterhin mein Buchhaltungs- und Rechnungsstellungswerkzeug der Wahl. Und im neuen Tarif Buchhaltung Pro könnt ihr sogar eure BWA mit Cevdesk erstellen. Und ihr habt noch einen besseren Überblick, was bei euch im Unternehmen so los ist. Ihr erstellt Rechnungen in Windeseile, könnt überall eure Rechnungen und Belege hinzufügen. Am schnellsten einfach mit der App direkt gescannt und fertig. Aber ihr müsst nicht irgendeinem dahergelaufenen YouTuber oder Balkonkraftwerkstester glauben. Probiert Cevdesk einfach über den Link in der Videobeschreibung 14 Tage vollkommen kostenlos und unverbindlich aus. Und wenn es für euch genauso gut funktioniert, wie es das für mich tut, dann könnt ihr mit dem Code SOZ2024 50% sparen. Das bedeutet, bei 24 Monaten
sogar bis zu einem Jahr kostenlos. Für den Tarif Buchhaltung Pro findet ihr unten sogar noch einen Code, mit dem ihr bis zu 60% sparen könnt. Also los, probiert das neue Safdesk mal aus. Also wenn das Video zu Ende ist. Danke Safdesk für die Unterstützung. Bei meinen Eltern steht ein AP Systems Wechselrichter mit 4 Panels, wo der Wechselrichter auf jedem Eingang bis zu 500 Watt verträgt. Die Idee ist hier mit einer Ost-West-Anlage auf jedem Eingang jeweils Panels aus beiden Richtungen zu haben und so möglichst lange am Tag den maximalen Ertrag zu produzieren, wovon der Wechselrichter dann alles über den erlaubten 800 Watt einfach wegwirft. Insgesamt ist das System ein bisschen teurer als die EcoFlow-Anlage ohne Speicher, hat aber eben 4 Panels. Aber lohnt sich das? Denn da hast du ja immer noch keinen Speicher. Jetzt ist es bei meinen Eltern aber so, dass sie in dem glücklichen Zustand sind, dass der Energieversorger gesagt hat, schließt ruhig an, wir kommen eh nicht dazu, gerade neue Zähler zu verbauen. Das heißt, hier ist noch ein alter Zähler, der rückwärts dreht. Und das ist besser als jede Batterie, also zumindest rein aus wirtschaftlicher Sicht. Weil es bedeutet, dass jede Kilowattstunde, die aus diesem Wechselrichter rausfällt, auf der Stromrechnung niederschlägt. Das ist dann bei neueren Zählern nicht so. Da werden die Erträge aus Balkonkraftwerken einfach nicht gezählt, wenn ihr sie nicht direkt verbraucht. Die fallen unter den Tisch und im Zweifelsfall verbraucht der Nachbar dann deinen erzeugten Strom, ohne dass du was dafür bekommst, und der bezahlt den vollen Preis dafür. Das ist natürlich eine Sache, über die sich Energieversorger theoretisch freuen sollten, es aber irgendwie nicht tun. So, und dann schauen wir mal eben kurz in die App. Dann sehen wir, dass gerade irgendwie im Februar und im Januar deutlich mehr produziert wurde als bei uns zu Hause, aber immer noch nicht viel. Und auch bei dem AP Systems System hat sich einiges getan im letzten Jahr. Es gibt jetzt eine lokale API. Dafür gibt es Home Assistant Plugins, Python Wrapper und ihr könnt sogar den ganzen Cloud-Kram abschalten und nur noch lokal darauf zugreifen, was der so liefert. Wenn ihr das Ganze also in euer Energie-Dashboard einbauen wollt, dann ist es jetzt noch einfacher und funktioniert rein lokal. So, jetzt wollen wir mal Tacheles reden. Ich packe sogar die Tabellenkalkulation aus. Ich vergleiche heute Messwerte, die nicht unbedingt vergleichbar sind. Ruhe. Erstmal ist ja die Ausrichtung bei meinen Eltern... Können wir das bitte unterlassen? Erstmal ist die Ausrichtung bei meinen Eltern ja schon mal ganz anders. Unsere ist ziemlich genau nach Süden ausgerichtet. Irgendwann abends schneidet der Schatten des Hauses dann die Sonnenzufuhr ab. Bei meinen Eltern ist es grob eine Ost-West-Ausrichtung. Es ist aber auch ein paar Dörfer weiter. Andere Module, andere Wechselrichter, andere Anlage, anderer Ort, andere Voraussetzungen. Niemand mit halbwegs wissenschaftlichen Ansprüchen würde das Ganze vergleichen. Das sind Äpfel und Birnen. Und genau das mache ich jetzt. Weil wir dann rausfinden, was davon die besseren Bananen sind oder so. Ich tippe das gleich sogar aus den Apps ab, wie so ein Steinzeitmensch Systems. Mein Home Assistant ist wie gesagt kaputt und bei meinen Eltern, das Ding habe ich sowieso nicht drin. So, wir haben das letztes Jahr im September aufgebaut und fangen wir im Oktober an, da haben wir dann auf jeden Fall den ersten vollen Monat. Ach komm, wir nehmen den Juli auch mit rein, so weit wie wir jetzt sind. Ne? Was soll der Geiz? 147,95. So, Unterschied in Prozent. Wer hat denn dieses Dokument auf USA gestellt? Nee, das wollen wir nicht. Hier, wir sind in Germany. So, jetzt haben wir haben sogar einen Chart. Ich glaube, das ist neu für diesen Kanal. Aber was lernen wir da jetzt draus, wenn wir uns das hier mal anschauen? Erstens kann ich das nicht mal so genau sagen, denn eine Sache fällt bei der ganzen Betrachtung hier nämlich noch ziemlich unter den Tisch. Und das ist die Tatsache, dass wir einen dynamischen Stromtarif haben, zumindest theoretisch, mit dem die Kilowattstunden extrem unterschiedlich viel Geld kosten. Und man dann natürlich ein bisschen steuert, was man wo verbraucht. Ich kann das Ganze aber jetzt nicht mal realistisch in die Betrachtung einziehen und auch nicht sagen, wie viel wir dadurch gespart haben, weil unser Zähler die letzten Monate kaputt war und wir gar nicht wirklich davon profitiert haben. Dauert offenbar auch gern mal ein Dreivierteljahr, so einen Zähler auszutauschen. Hier, wir sind in Germany. In der Zeit davor konnten wir dann natürlich oft relativ günstig Strom beziehen, weil wir ja bestimmte Verbräuche, also vor allem starke Verbräuche, auch einfach steuern können. Wann laden wir zum Beispiel ein Auto oder wann waschen wir Wäsche?
Und das haben wir eben dann gemacht, wenn es günstig war. Entweder nachmittags, wenn die Sonne geschienen hat und es windig war, oder nachts. Und in den teuren Abendstunden, wenn ihr alle zu Hause irgendwie vorm Fernseher sitzt und den Herd anhabt, haben wir versucht, möglichst viel immer aus unserem Akku zu leben. Ist natürlich jetzt auch begrenzt bei so einem kleinen Akku. So, ich setze jetzt einfach mal 30 Cent pro Kilowattstunde an, sonst kommen wir hier zu gar nichts. Und jeden Monat hat die Anlage bei meinen Eltern mehr Strom erzeugt als unsere. Das ist wenig überraschend, aber ein bisschen beruhigend, weil es mir zeigt, dass ich grundsätzlich hier keinen völlig riesigen Schnitzer drin habe. Glaube ich. Sonst schreibt es mir gerne in die Kommentare. In den guten Monaten waren es offenbar im Schnitt irgendwas zwischen 130 und 150% im Verhältnis zu unserem Ertrag. Und das ist tatsächlich schon ganz ordentlich. Die Obergrenze des Ertrags zu jedem Zeitpunkt ist bei Balkonkraftwerken ja gedeckelt. Zum Start im letzten Jahr waren es 600 Watt und mittlerweile wurde das Gesetz angepasst und darum sind jetzt 800 Watt ungefährlich. Weiß auch nicht jeder, aber auch Strom muss sich an die Gesetze halten. Also nicht nur die der Physik. Deutlich größer ist der Mehrertrag logischerweise in den Wintermonaten. Denn wenn wir, was weiß ich, im April unseren Wechselrichter mit vollen 800 Watt fahren, dann bringen die extra Panels, die bei meinen Eltern dranhängen, exakt gar nichts. Das ist wie ein Ferrari in der Spielstraße. Wenn unsere beiden Panels es aber nicht schaffen, den Wechselrichter auszulasten, dann hat natürlich das größere Balkonkraftwerk die Chance, davonzuziehen. Und das kann es auf zwei Wege. Es kann einmal durch die Ost-West-Ausrichtung länger am Tag Sonne einsammeln. Der Winkel müsste tatsächlich ziemlich genau gleich sein. Aber es kann auch aus mehr Panels, die in diese beiden Richtungen gerichtet sind, mehr Sonne schöpfen. Nur, je länger unser Balkonkraftwerk an langen Sommertagen jetzt voll produziert, desto mehr sollte eigentlich der Vorsprung schmelzen. Tut er nicht so richtig. Also Ost-West bringt offenbar tatsächlich einen nicht unerheblichen Vorteil. Aber der Vorteil ist auch in den bewölkteren Monaten besser, wenn unser Kraftwerk es nicht schafft, 800 Watt einen gewissen Teil des Tages zu liefern. Aber hier, Dezember, Januar, da hat das vierblättrige PV-System meiner Eltern unseres um das Fünffache oder mehr outperformt. Also Haken dran, es ist eine fantastische Sache. Jeder sollte sich ein überzüchtetes Balkonkraftwerk irgendwo hintunen. Aber nicht so schnell mit den kleinen Bestellfingerchen. Das ist das kleine Problemchen, dass unsere Balkonkraftanlage in diesen beiden Monaten zusammengenommen weniger Strom produziert hat als an einem wirklich guten Frühsommertag. Dann ist die fünffache Produktion natürlich gut und beeindruckend im Verhältnis, bringt aber absolut nicht so viel mehr Strom. Und dann auch nur eine Ersparnis von 2 bis 3 Euro in diesen Monaten. Und wenn wir das jetzt insgesamt mal durchrechnen, dann hat das in den Monaten, in die ich beide gegeneinander hab laufen lassen, etwas mehr als 70 Euro Ersparnis gebracht. Das ist natürlich nicht super viel, allerdings, wenn die Ersparnis von meiner Anlage über den gesamten Zeitraum am Anfang dieses Videos 166 Euro war, dann ist es auch nicht nichts. Und ein großer Vorteil ist ja, wenn sich die Produktion länger über den Tag streckt und du auch mehr von diesem Verbrauch tatsächlich bei dir nutzen kannst, dass es dir einen tatsächlichen Vorteil bringt, auch ohne Akku und auch wenn dein Zähler nicht rückwärts dreht. Denn im Zweifel musst du den Strom ja auch verbrauchen, wenn er auftritt. Also die Frage ist und bleibt einfach eine der Gegebenheiten. Während du zwei Panels noch ganz gut statt einer Strohpalisade an deinen Balkon dübeln kannst, wird das mit vier Panels bei einem Durchschnittsbalkon wahrscheinlich etwas enger. Und wenn die vier dann auch noch in die gleiche Himmelsrichtung schauen müssen, dann verlierst du ja schon mal einen der beiden Vorzüge, die meine Eltern hier im Vergleich zu mir haben. Es kommt also einfach schon drauf an, wie viel Platz du hast, wo das Ganze hin kann, wie du es ausrichten kannst, wie dein eigener Verbrauch ist, ne, das war die Frage von vorhin, bist du zu Hause, um den Strom auch in dem Moment zu verschwenden, wo du ihn produzierst. Die eine Sache, die ich mir vorher ausgemalt hatte, dass wir durch die vier Panels vor allem im Winter einen großen Vorteil haben, ist zwar theoretisch richtig, weil wir da
den größten Vorteil gegenüber unserer Anlage haben. Aber tatsächlich ist es der egalste Vorteil. Das, was man tatsächlich durch das Ganze gewinnt, einmal durch die andere Ausrichtung und durch die größere Anlage, ist, dass in den Monaten, in denen das Ganze sowieso mehr produziert, es noch mehr produziert. Ihr werdet also damit jetzt nicht groß Verbrauch im Winter abfedern können. Das ist schade, aber wenigstens eine Erkenntnis. Aber was soll denn das jetzt für ein Fazit sein? Dass eine größere Anlage mehr produziert als eine kleinere, dass längere Produktion besser ist als kürzere und dass es sowieso darauf ankommt, wie die Gegebenheiten sind und dass beide Anlagen gut sein können und für mich gut funktioniert haben? Das kann ja wohl nicht mein Ernst sein. Doch. Macht, was auch immer euch möglich ist. Es macht tatsächlich Spaß und es ist gut. Tschüss.